Im Schrank. Wer hat mein Handtuch benutzt? Ich habe es erst gestern frisch aufgehangen. Ja, frag doch mal den, der einfach allein den ganzen Kaffee wegsäuft. Es war doch nur noch eine Tasse da. Morgen. Hey! Olli! Du bist wieder da. Ja, sieht so aus. Erzähl. Was? Na, wie war's in England? Sehr schön. Was hat Christian gesagt? Hat er dir den Monatsend verziehen? Er war sehr verständnisvoll. Wir haben das alles geklärt. Sehr gut. Immer mit offenen Karten spielen. Das ist das Wichtigste in der Beziehung. Genau. Wir lassen uns scheiden. Was? Wir lassen uns scheiden. Aber liebt ihr euch nicht und wolltet euch aussprechen? Das haben wir auch. Und dabei ist rausgekommen, dass wir uns besser treffen. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich schnell noch ein paar Sachen im Internet verkaufen, bevor Christian sich die Unternage reißt. Ich mach mal einen neuen Kaffee. Müsst ihr eigentlich alle nicht arbeiten? Nicht so eigentlich. Nein, wir haben ganz viel Zeit. Wo willst du denn jetzt hin? Wohin wohl? Zu meinem Job. Das ist das Einzige, was mir noch bleibt, das unkaputtbare No Limits. Das würde ich jetzt lieber nicht machen. Warum nicht? Das No Limits ist nicht mehr. Das No Limits? Warum wurde das geschlossen? Was ist passiert? Ich habe da die eine oder andere Sache eingelagert. Was denn für Sachen? Sascha, jetzt setz dich hin und krieg das Maul auf. Naja, Sachen, die halt vom Lastwagen gefallen sind. Er wollte wir wollten Hehlerware verkaufen, um Geld für die OP von Emilios Mutter zu besorgen. Jetzt, du hast da auch mitgemacht. Er wollte nicht, ich habe ihn überredet. Komm, jetzt trink erst mal deinen Kaffee. Ich will jetzt keinen Kaffee. Ich will wissen, warum das No Limits zugemacht hat. Weil uns die Polizei auf die Schliche kam? Naja, die Liste von Tristan, die war eben halt auch ziemlich lang. Ja, Glücksspiele, Beschwerden wegen Ruhestörung und jetzt halt auch Hehlerei. Dann haben sie den Laden zugemacht. Und ich hab dir noch den Schlüssel fürs Lager gegeben. Du hast das No Limits ruiniert. Warum? Weil ich mich verletzt habe und nicht mehr boxen konnte und der... Sascha, das war mein Job. Ich weiß, das tut mir leid. Ich habe meinen Mann verloren und jetzt habe ich auch keinen Job mehr. Du hast alles kaputt gemacht. Seitdem du hier bist, geht mein Leben den Bach runter. Moment. Dein Job geht auf meine Kappe, ja. Aber ich kann nichts dafür, dass deine Ehe im Arsch ist. Doch, Sascha, das ist alles deine Schuld. Wenn du mir nicht deine Zunge in den Hals gesteckt hättest, dann hätte ich jetzt keine... Das nochmal und ich muss dir wehtun. Wenn du Olli wehtust, dann hau ich dir eine rein. Ich dir auch. Zwischen Christian und dir, da hat es doch schon länger gekriselt. Ist nicht Saschas Schuld. Es liegt daran, dass du und Christian, naja, dass ihr euch nicht so oft gesehen habt. Red hier und du hörst doch nicht mal zu. Soll das jetzt männlich cool sein? Machst du einen auf Schweiger oder was? Alles wurde alles gesagt. Wie kannst du das behaupten, wenn du überhaupt gar nicht redest? Olli ist der Meinung, ich hätte seine Ehe zerstört. Cool, ja, wer auch sonst. Ja, weil er verzweifelt ist. Er ist in mich verknallt und macht mich dafür verantwortlich. Olli hat gerade alles verloren, was ihm wichtig ist. Und du regst dich darüber auf, dass er dir das vorwirft? Es geht um Olli. Er macht gerade eine ganz, ganz tiefe Krise durch. Hast du das verstanden oder ist beim Boxen dein Gehirn verrutscht? Das hat Christian mir geschenkt. An dich ist alles voll Erinnerungen an uns beide. Wenn du willst, helfe ich dir mit ausmisten. Keiner kennt mich so gut wie Christian. Tut mir echt leid für euch beide. Tust du mir einen Gefallen? Klar. Geh arbeiten nicht. Will gerne allein sein. Kriegst du noch einen neuen Job? Weißt du
hast dich bei uns reingewanzt. Und es ist schon schlimm genug, dass du daran schuld bist, dass Olli seinen Job verloren hat. Aber du kündigst ihm ganz bestimmt nicht die Freundschaft. Verstanden? Olli braucht seine Freunde, gerade jetzt. Ist das oben angekommen? Christian, Mann, ich liebe dich. Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Für immer, egal was passiert. Und deshalb frage ich dich, ob du auch dein Leben ja, mit mir. Mann, Christian, ich vermisse dich. Du bist nicht nur mein Mann, du bist auch mein bester Freund. Und ich habe dich nicht geheiratet, um ständig von dir getrennt zu sein. Olli, dieses Angebot ist so gut. Ich konnte das doch nicht absagen. Mann, Olli, ich hasse mich selbst dafür. Gut, ich dich auch. Das Letzte, was ich wollte, ist dir damit weh zu tun. Ich liebe dich. Mann, hätte ich doch einfach mal meine Klappe gehalten. So, was hätte das geändert? Warum kommst du nicht mit nach England? Nur für eine Zeit. Jetzt spontan. Natürlich nur, wenn du dir frei nehmen kannst. Weißt du was? Ich mach das einfach. Und dann gucken wir in England ganz in Ruhe, wie wir das alles hinkriegen. Olli, du bist schon wieder zurück. Seit wann denn? Heute Morgen. Du weißt schon, dass das Limits geschlossen wurde? Ja, das war ein ziemlicher Schock für mich. Ich habe keine Ahnung, was ihm Andi gefahren ist, bei so einer Sache mitzumachen. Bella hat ihm auch schon am Telefon die Hölle heiß gemacht. Aber jetzt sag mal, wie geht's, Christian? Geht's besser, hoffe ich. Wir lassen uns scheiden. Nein. Das ist okay. Aber was ist denn passiert? Habt ihr gestritten? Warte mal. John, 2 Espressi, bitte. Ja. Schön wär's. Ich bin zu ihm geflogen, damit wir klären können, wie es so weit kommen konnte. Dass er mich betrügt, dass ich mich in Sascha verknalle, dass ich mit diesem Typ in die Kiste gehe. Und er wollte das einfach abhaken. Es war ihm egal. Ach Mensch, Olli, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Du fragst gar nicht mehr. Charlie, gib mir irgendwas zu tun. Lass mich putzen, Gläser polieren. Gib mir deinen Kellner. John. So. Dein Strohhalm. Bitte schön. Hm. Vielleicht ein bisschen viel rum drin, ne? Hm? Hm. Olli, es ist noch nicht mal Mittag. Sag mal her. Ich weiß gar nicht, was du hast. Der ist doch perfekt. Hey, gute Nachrichten. Mein Hirn ist wieder an die richtige Stelle gerückt. Sicher? Mhm. Ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Wir müssen irgendetwas für Olli machen, sonst geht er uns vor die Hunde. Aber was? So weit bin ich noch nicht. Hm. Was hältst du von einer "Wir haben dich so lieb und wollen dich trösten" Party? Eine Party, auf der wir ihn trösten. In der er sich vor Selbstmitleid wegballert. Das braucht er gerade am wenigsten. Oh, bitteschön. Dankeschön. Latte Macchiato Shampoos. Keine Heartbreaker. Ich habe gerade neue gemacht. Es ist wirklich noch zu früh dafür. Okay, willst du? Dann trinke ich ihn halt selbst. Sag den Leuten wenigstens, dass sie was verpassen. Ist das lecker. Hey, schaut mal, was ich hier habe. Alle trinken Shampoos. Das ist ja so hip. Dabei hätte der Cocktail das Zeug, ein echter Klassiker zu werden. Olli, ist alles klar bei dir? Nein, nichts ist klar.
Kellner, der bedient hier nämlich mit eingezogenem Schwanz. Und wenn ich ein bisschen aus sich rausgeht, dann werden meine Cocktails die Heartbreaker noch echte Ladenhüter. Naja, du bist jetzt schon genügend aus dir rausgegangen, hm? Komm, Olli, fahr nach Hause. Charlie, komm mal her. Wenn ich heute Morgen zu Hause geblieben wäre, dann wäre alles einfach gut. Darauf trinken wir jetzt. Komm, Prost auf die Liebe. Olli. Habe ich im Hausflur gefunden. Meinst du, er würde sich darauf einlassen? Also das nenne ich was Sinnvolles. Gut gemacht, Fritsche. Danke. Im Gegensatz zu dir habe ich aber auch nicht nur Luft in der Birne. Also ein Versuch ist es wert. Ich voll Idiot. Hey, da ist er ja mit leichter Schlagseite. Wir haben Charlie angerufen und sie hat gesagt, sie hat dich nach Hause geschickt. Ah. So viele Heartbreaker? Wie viele waren es denn? 3, 4, 5, keine Ahnung. Was macht ihr überhaupt hier? Wir haben Mittagspause. Wir wollen dich überraschen. Keine Überraschung. Hatte ich heute schon genug, vor allem von euch. Hey, wo willst du denn hin? Wohl doch eher 5. Und jetzt? Ja, geh ihm hinterher. Du hast das schließlich alles eingebrockt. Ach ja, und du nicht? Du hast doch genauso mitgemacht. Stopp! Also, wenn wir Olli aufmuntern wollen, dann müsst ihr erstmal euer Gezickel in den Griff kriegen. Könnt ihr euch zusammenreißen, kriegt ihr das hin? Ich bin gerade in einer Trinkensitzung. Die Sitzung wird vertagt. Wir haben eine Überraschung für dich. Das Spiel ist aber aus. Hier, trink die. Danach geht's dir besser. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es nur Siegessäulen gibt? Müsste eigentlich Losersäulen geben. Da könnte ich nämlich oben drauf sitzen. Olli, du bist doch kein Loser. Du hast einfach ein bisschen Pech gehabt. Komm, es macht keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken. Oder in die Kloschüssel. Komm, wir haben eine Riesenüberraschung für dich. Ja, mach dich ready und komm mit. Ich verspreche dir, du wirst dich drüber freuen. Ihr habt Christian herbestellt. Ey, ich hab getrunken, aber ich kann mich immer noch wehren, ja? Was soll denn das jetzt werden? Abwarten. Leute, mir ist sowieso schon schwindlig. So, vorsichtig, hier kommen jetzt gleich ein paar Stufen. Das wo? Ja, hier. Wo sind wir denn hier? Warte doch mal. Ja, wahrscheinlich irgendwo bei uns im Keller. Ja, fast richtig. Da. Das ist doch... Das ist das alte No Limits. Herzlich willkommen. Wir haben den Laden doch damals wieder aufgebaut. Und umgebaut. Ja. Jetzt steht der Pächter auf der Losersäule, denn er hat pleite gemacht. Mit anderen Worten, das alte No Limits ist wieder zu haben. Ist das nicht super?